Herzlich willkommen zum doppelten Alpencross. Guten Morgen. Heute ist unser erster Urlaubstag. Wir sind gerade auf der Anreise nach Genf. Unsere Fahrräder sind oben aufs Dach geschnallt und wir wollen uns jetzt in den nächsten 14 Tagen in den französischen Alpen so richtig austoben. Wir starten morgen früh in Genf und fahren dann 6 Tage lang entlang dieser roten Linie über die verschiedensten Alpenpässe bis nach Nizza. Und dann stehen wir vor dem praktischen Problem, dass wir in Nizza sind, unser Auto ist aber noch in Genf. Und weil wir ja so gerne Fahrrad fahren, haben wir uns gedacht, fahren wir doch einfach wieder zurück. Aber nicht über die gleiche Strecke, sondern dann folgen wir 6 Tage lang dieser gelben Linie über dann wieder einige Alpenpässe und landen dann wieder in Genf. In Summe sind das 20 Alpenpässe, 1300 Kilometer und 31.000 Höhenmeter. Und wenn wir das auf 12 Fahrtage verteilen, dann sind es im Schnitt pro Tag 107 Kilometer mit 2600 Höhenmeter. Das können wir auf jeden Fall an einem Tag fahren, vom Pensum her. Aber es ist die Frage, ob wir das 12 Tage lang schaffen. Ja, und ich habe mir die gesamte Strecke natürlich einmal auch angeguckt, aber die Tagesetappen als solches nicht. Und das habe ich jetzt auch nicht mehr vor. Ich mache das jetzt so, jeden Abend schaue ich mir die Strecke vom nächsten Tag an und wie wird gefahren. Und so geht es jetzt die nächsten 12 Tage. Und ja, der Plan ist es einfach zu schaffen. Und ich habe ganz viele Süßigkeiten dabei und die werden auch immer wieder aufgefüllt. Mario darf mich immer mal wieder zwischendrin motivieren und ich hoffe, dass wir das gemeinsam so schaffen. Ja, genau. Also Stichwort ist gemeinsam. Gemeinsam fahren, aufeinander aufpassen und dann hoffe ich, dass wir das hinbekommen. Ja. Vielleicht können wir auch mal einen Pausentag einlegen. Ja, jetzt fahren wir noch 2 Stunden bis nach Genf. Wir machen das mit dem Auto so, dass wir das in einem Flughafen Parkservice Parkhaus abstellen. Dann fahren wir 5 Kilometer bis zum Airbnb, wo wir heute übernachten und morgen früh starten wir dann in Genf. Und dann verliere ich auch gar nicht mehr Worte und sage einfach bis morgen früh. Bonjour. Bonjour. Wir stehen jetzt hier am Genfer See. Da hinten wird um 7 Uhr noch Party gemacht. Ja, und wir fahren jetzt los. Ich weiß gar nicht, was ich groß sagen soll. Wir haben jetzt so lange drauf gewartet. Es geht endlich los. Wir sind gespannt, was uns erwartet. Genau, in den 8 Kilometer, der erste Berg des Tages. Und den gehen wir jetzt an. Ja, vielleicht noch ein Frühstück vorher. Und wir haben gesagt, jeden Berg feiern wir. Ja, ganz wichtig. Wir starteten an diesem ersten Tag also in Genf und endeten in Saint-Pierre d'Albigny. Ja, das Höhenprofil sieht heute so aus. Es geht direkt hoch. Die ersten Meter rollen sich schon mal gut. Ausgezeichnet, ja. Und ich habe noch einen Brioche auf dem Rücken. Hier ist die französische Grenze. Was ein spektakulärer Grenzübergang. Auf den Berg geht es jetzt. 880 Meter rauf. Hier sieht man die Strecke aus Genf heraus und dann passiert man ganz schnell die Grenze und befindet sich in Frankreich. Und dann geht es schon rauf auf den Mont du Salef und den Col de Pitons. So früh an einem Sonntagmorgen waren wir dann wieder ganz alleine auf dem Anstieg. Und wie läuft's? Ja, läuft gut. Gute Aussicht. Und Temperatur ist auch noch echt gut. 430 Höhenmeter haben wir schon. Monte du Salef. Dahin führt der Col de Pitons und vorhin dachten wir schon, wir bräuchten das Brioche gar nicht. Aber ich habe es dann doch auf den Rücken geschnallt und mittlerweile sind wir froh, dass wir es noch haben. Ja, das erste Mal ein bisschen richtig Aussicht. Da unten ist Genf. Ja. Wir sind hier in Frankreich und da vorne ist die Schweiz. Das Airbnb heute Morgen oder gestern war auf jeden Fall cool. Wir waren nicht ganz alleine, also sie hat dann im Wohnzimmer geschlafen, aber sie hat schon darauf geachtet, dass man Privatsphäre hat. War dann okay, ne? Na ja. Bei der Buchung war mir das gar nicht so klar. Dann sagt sie mir das nochmal. Ja.
schon gedacht, okay. Dann habe ich auch direkt kontrolliert, ob das bei weiteren Buchungen noch so ist. Naja, aber sie hat da schon drauf geachtet, dass es passt. Das war echt okay. Hier ist jetzt diese Seilbahn, die nach unten in Richtung Tal und Genf führt, aber gerade im Bau. Ich dachte eigentlich, da könnte man mal auf die Wiese und einen Blick erhaschen, aber das klappt jetzt dann leider nicht. Jetzt Baustelle. Eine Bergpanoramalandschaft. Oben angekommen gab es dann ein kleines Plateau, auf dem man ein bisschen Gas geben konnte. Und mit dieser Aussicht wurden wir belohnt. Arrivé! Cool. Ja, wir haben es geschafft. Also den ersten Berg. Genau, und jetzt haben wir schon so schnell gefeiert, das Brioche ist schon auf und jetzt war gut, ne? Genau, jetzt geht's weiter. Genau, jetzt kommt erstmal eine Abfahrt nach Annecy, dann geht's zum Lac d'Annecy und dann weiter. Gut, wir sind jetzt so ziemlich am höchsten Punkt und jetzt geht's bergab. Also die Tour fängt gut an. Anstieg hat Spaß gemacht, jetzt nur mal ein kleiner Zwischenanstieg. Dann geht's erst runter. Bombenwetter wieder, wie in Dänemark. Ja. In Südfrankreich ist genauso warm wie in Dänemark. Hätte ich ja nicht gedacht. Da hinten ist nochmal der Genfer See. Wir kommen aus dem Staunen gar nicht raus. Einfach so richtig cool. Hier ist erst das Schild des Col de Pitons. Jetzt sind wir oben. Ab hier folgt dann eine längere Abfahrt mit ein paar schönen Aussichten, meist aber durch Wald. Die ersten Cola-Kracher der Tour. Köstlich. Aber wenn es der Abfahrt ist. Dürfen wir eigentlich gar nicht, ne? Ab diesem Tag ist Anne dann auch alle Abfahrten im Unterlenker gefahren. Wir haben jetzt den Plan geschmiedet, dass wir noch bis nach Annecy runterfahren. Und dann geht's da in die Boulangerie. Und jetzt fahren wir mal über diese Brücke hier. Und ich freue mich auf Croissant und Kaffee. Ja, ich habe Höhenangst und da kann man ordentlich durchgucken durch die Bodenlatte. Schnell weg hier. Imposante Brücke, ja. Weiter geht's, auf nach Annecy. Natürlich ist das heute noch nicht alles gewesen mit Höhenmetern, aber das ist schon mal ein guter Einstieg. Ne? Ich bin gerade positiv gestimmt, dass wir das schaffen können. Mag sich natürlich noch mal ändern, aber aktuell ja. Du bist ja auch ein kleiner Optimist. Ja. Ja, wir sind in Annecy und ich habe Anne irgendwie verloren. Großstadt, ich weiß gar nicht mal, wie groß es ist. Wir haben uns wiedergefunden. Wir sind nicht die einzigen Urlauber. Ja. Hier ist jetzt richtig viel los. Voll der Kontrast von dem Pass ganz alleine und jetzt ja. Hier so viele Touristen, ja. wie uns natürlich. Wir schlängeln uns jetzt hier durch. Super, wir Fahrradfahrer haben eine eigene Spur mit dem Bus. Können hier ganz easy durchfahren und die Autos stehen Schlange. Ja, das ist schon schön. Der Lac d'Annecy. Wir wissen schon, warum wir Städte meiden. Das ist echt grausam. Schnell raus hier. Wir sind in der Boulangerie.
machen jetzt erstmal 20 Minuten Pause hier im Schatten. So, wir dürfen von der Straße ab, wir biegen hier rechts ab. Es geht wieder gleich den Berg rauf und ja, wie war das beim Wiener Verkehr? Die Staumaschinen stehen im Stau. Hier sieht man unsere Durchfahrt durch Annecy und entlang des Lac d'Annecy, ehe wir dann wieder ein ruhigeres Gebiet befahren. Ja, das Wasser vom Lac d'Annecy war echt cool türkis. Nicole. Hier sieht man es schön. Wir sind jetzt auf dem roten Bereich, kurz hinter der Hälfte. Den Anstieg haben wir jetzt dann noch, ja, zwei kleinere. Und die letzten 12 Kilometer geht es wieder runter. Col de l'Echaux, 9 Kilometer. Und heißt es, dass wir jetzt noch 567 Höhenmeter haben. War das die Höhenangabe unten auf dem Schild? Ja. Ne, das ist die aktuelle Höhe. Ah, die aktuelle Höhe. Macht Sinn. Bitte einmal kurz den Film anhalten. Okay, und weiter geht's. Krasse Bude. Nicht schlecht. Fahrradinfrastruktur hier ist echt gut. Ich glaube, da hat sich was getan. Selbst hier im Nirgendwo hat man immer noch diese Markierungen. Drei Kilometer noch. Yippie! Ja, es ist jetzt 13.02 Uhr. Wir haben knapp 74 Kilometer bereits geschafft. Es sind noch 41, noch 525 Höhenmeter to go. So, wir haben den Anstieg geschafft und ich habe mich schon gefragt, wo das Schild ist. Wir wollten schon weiterrollen und zack, da. Da müssen wir jetzt ein Foto machen mit Anne. Wir haben es also geschafft. Ein paar Cola-Kracher. Gehen immer. Ja. Ja, hier oben weht ein schöner Wind. Jetzt geht es ein paar Meter runter. Sag nochmal köstlich. Nein, ich habe das schon vorhin gesagt. Kannst du sagen? Lecker. Schön süß. Hier sieht man den Anstieg zum Col de l'Echaux und die darauf folgende Abfahrt. Ja, zwei Anstiege noch, circa 4-5 Kilometer lang, 3 oder 4% im Schnitt. Dann könnten wir so gegen 15 Uhr da am Campingplatz sein. Fliegender Boxenstopp. Ja, die Berge machen es einfach interessant. Schon der Hammer. Die Bergetappe ist gerade geschafft. Achso, die Bergetappe. Genau. Also Anna hat die Bergetappe von der Tour de France gewonnen. Nein. Oder nur die vom Karoo 2. Aber wird jetzt gelbe Linie angezeigt. Ja, okay. Also wer die Ansichten vom Hammerhead kennt, weiß, wovon Anna spricht. Ja, das sieht schon interessant aus mit den verschiedenen Farben. Das da oben links ist einfach der Hammer. Die Stimmung ist gut. Ja. Immer wichtig. Ja, gerade ist. Ich denke, es geht bergab, aber es geht nicht bergab. Das ist eine optische Täuschung. Tada! Ach, und ich komme so herrlich gut an meinen Foodpouch. Ja, Food Pouch ist schon eines der wichtigsten Gadgets, die man hat. Ne? Mhm. Welcher Tag ist heute? Urlaubstag. Gut, richtig. So will ich dich hören. Der letzte Anstieg, 4 Kilometer, 180 Höhenmeter. Der Blick nach hinten ist schon cool.
101 Kilometer haben wir und 2000 Höhenmeter. Wir haben es geschafft. Col du Fren. Was sagen Sie? Kalte Dusche. Ja, kalte Dusche. Ja, jetzt haben wir ein paar krasse Serpentinen und dann fahren wir erst zum Supermarkt. Der ist schon in den Kilometern mit drin und also wir fahren kurz am Campingplatz vorbei und dann zum Campingplatz. Also gut. Hier unsere Anfahrt zum Col du Fren mit dem imposanten Bergrücken auf der rechten Seite. Die Strecken gibt's wie immer auch auf Komoot und Strava. Links zu meinen Accounts sind in der Videobeschreibung. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Und immer, immer weiter bergunter. Von da oben kommen wir. Nicht ganz natürlich, aber von daher. Scheiße, heute ist ja gar nicht Urlaubstag, heute ist Sonntag. Der Intermarché hatte nur bis 12 Uhr offen. Jetzt hoffen wir, dass wir einfach am Campingplatz was bekommen. Da gab es ja auch wohl eine Badestelle. Vielleicht gibt es Pommes. In Frankreich. Okay. Oder wir müssen wieder den Col hochklimmen zu dieser. Wir achten noch mal darauf, ne? So mal eben im Hintergrund. Ja, stimmt. Gut, okay, also zum Campingplatz. Campingplatz mit See. Wie es gehört. Ja. Ja, sieht öffentlich aus, ne? Voll cool. Mario ist schon viel länger drin. Das bedeutet, wir haben einen Platz. Bin sehr gespannt, freue mich auf die Dusche und dann können wir auch noch das Sommerwetter genießen. So, wir haben was bekommen. Ich glaube, es hilft auch immer einfach, erstmal mit Französisch anzufangen. Der hat dann schon gemerkt, dass ich kein Franzose bin und hat dann auf Englisch gesprochen. Hat geschätzt, dass ich aus den Niederlanden komme. Ja, und jetzt haben wir einen improvisierten Platz, weil nämlich alles eigentlich belegt ist, aber wir haben sogar Strom da in der Nähe. Ist jetzt nur halt in der prallen Sonne. Ich zeige das Anne, die hat es noch nicht gesehen. Und dann entscheiden wir, ob wir vielleicht auch erstmal in den Schatten gehen und dann ein bisschen mit dem Eis oder so. Ja. Guten Abend. Bonsoir. Ja, seit der Ankunft sind jetzt einige Stunden vergangen. Es ist nach 20 Uhr und eigentlich haben wir nichts anderes gemacht, als vor der Sonne zu flüchten und kalt zu duschen. Also als wir angekommen sind, erstmal in Schatten. Kühle Getränke, Eis. Und dann haben wir kalt geduscht. Dann haben wir das Zelt aufgebaut in der prallen Hitze. Dann haben wir wieder kalt geduscht, dann wieder in Schatten in die Bar. Und dann habe ich nochmal kalt geduscht. Und ja, also das war die Hauptaktivität heute. Ja, das Zelt ist jetzt aufgebaut als Cabrio-Zelt. Wir sind noch ein bisschen unschlüssig, ob das heute klappt. Es werden dann doch vielleicht bis zu 14 Grad und kalt auf dem Boden. Das ist immer so das Ding. Ja, und vor allem, wir sind am See und da kommt ja immer die Feuchtigkeit so ein bisschen hoch. Und auch da haben wir ein bisschen die Befürchtung, dass vielleicht die Daunensachen nass werden können. Dann haben wir schon gegessen. Es gab Caesar Salad für uns beide. Den Antrieb habe ich auch schon gereinigt. Die Räder sind auch wieder startklar. Genau, und gerade gab es Nachtisch. Unsere Nachbarn hatten Pfannkuchen gebacken und da waren ein paar übrig. Und die haben die hier jetzt gerade großzügig verteilt und die waren richtig lecker. Ja, genau, die Kinder haben die verteilt. Ja, die Kinder haben die verteilt. Ja, das war es eigentlich jetzt zum Doing hier heute auf dem Campingplatz. Alles gut. Genau, erster Urlaubstag, war richtig cool. Super Streckenverlauf, tolles Wetter. Tolle Aussichten. So kann es weitergehen. Wir freuen uns auf Urlaubstag 2. Und da ist es nämlich morgen so, dass wir an sich sehr, sehr viele Höhenmeter geplant hatten. Die erste Tour mit 3000 Höhenmeter. Und Mario hat dann noch in der Nähe von unserem Ankunftsort ein super B&B eigentlich als Reserve-Joker. Falls es dort mit dem Campingplatz nicht klappt, weil heute hatten wir auch dann Glück. Und das hat uns jetzt aber so gut gefallen, dass wir gesagt haben, das gönnen wir uns mal. Ja, das sah richtig, richtig gut aus für 68 Euro. Ja. So, why not, ne? Lassen wir uns überraschen. Genau. Ja, und ja, dann geht's morgen weiter auf unserem Weg nach Nizza. Bleibt dabei, ne? Wir freuen uns auf morgen. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Ciao. Der Vollkaskoschutz für dein Fahrrad von helden.de. Alles online, jederzeit kündbar und keine Selbstbeteiligung. Und mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr.